Laura und ich sind aktuell das zweite Mal mit einem Van in Australien unterwegs. Wir waren einfach so unglaublich gehypt auf diese Touren hier im Van, weil wir einfach durch Instagram und YouTube so krass darauf polarisiert wurden und einfach gedacht haben, vielleicht ist das Leben, was wir auch leben wollen. Dann hat uns die Realität eingeholt und wir haben festgestellt, Vanlife ist vielleicht doch nicht so, wie es auf den sozialen Netzwerken gezeigt wird. Deswegen wollen wir in diesem Video einmal zeigen, warum wir finden, dass Vanlife auch manchmal richtig nervig sein kann. Der gesamte Van riecht einfach so krass nach Rauch. Vanlife ist geil, haben sie gesagt. Bei uns startet aber der Van-Alltag eigentlich immer mit einem Kaffee und aktuell haben wir ein paar Nachbarn mit kleinen Kindern, das heißt, wir sind heute relativ früh aufgewacht. Oh. Guten Morgen! Laura ist auch da, hat sich gerade den Kopf gestoßen. Auf jeden Fall, wir haben kein fließend Wasser, das heißt, ich fülle mir jetzt erst ein bisschen Wasser ein, damit wir dann Kaffee machen können. Unser Video soll sich natürlich darauf beziehen, dass man Fulltime im Van lebt. Wir haben diesen Van aktuell natürlich nicht für Fulltime, wir haben ihn aber für 2 Wochen und wir bestreiten unseren ganz normalen Arbeitsalltag hier vom Van aus. Das heißt, wir arbeiten, wir müssen alle unsere täglichen Dinge erledigen. Das heißt, Leute, die vielleicht nur ihren Van haben, um damit in Urlaub zu fahren, stehen natürlich vor einer ganz anderen Ausgangslage. Und wir hoffen natürlich auch, dass sich keiner mit diesem Video jetzt irgendwie angegriffen fühlt. Das ist eine total subjektive Meinung. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir hier am Van eine Outdoor Kitchen. Das heißt, wir müssen immer unser Auto öffnen und es wird draußen gekocht. Das war bei unserem letzten Van auch so. Und ja, an der Westküste hatten wir teilweise so krassen Sturm und waren dann irgendwie so an schönen Sand Hügeln, wo wir gecampt haben und da hatten wir dann teilweise echt sandiges Essen, weil der Sand dann ins Essen beim Kochen geweht ist und jedes Mal, wenn ich den Deckel irgendwie abgenommen habe, als ich das dann gemerkt habe, habe ich immer ganz schön umgerührt und ja, das ist einfach, es war richtig, richtig nervig und dann hat das Nudelwasser, das Kochen auch ewig gedauert, weil halt die Flamme die ganze Zeit weggepustet wurde, ja, also falls es irgendwann doch nochmal für uns in Frage kommen sollte, dauerhaft im Van zu leben oder für alle Leute, die vielleicht einen Van ausbauen, holt euch auf gar keinen Fall eine Outdoor Kitchen. Ihr steht einfach direkt morgens in der Sonne, wenn ihr oder im Regen, wenn ihr kochen wollt. Also das können wir definitiv nicht empfehlen. Dann können wir eine schöne Instagram-Szene hier mal machen. Giving the coffee to my wife. This is how I make her happy every day. Yes. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, der Instagram-Moment, den ich mir immer so vorgestellt habe. Alle trinken in ihrem Bett, im Van, mit offenem hinten in Kaffee und gucken aufs Meer. Oder auf eine Babygruppe. Damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Und zwar hatten wir diese unrealistische Vorstellung, dass wir mit unserem Van überall an den schönsten Plätzen in Australien stehen können. Aber die Realität sieht einfach anders aus, weil du darfst in Australien nicht wild campen. Mittlerweile darfst du auch in Europa fast nirgendwo mehr wild campen, außer in Skandinavien. Und deswegen, du kommst gar nicht so richtig an diese super episch schönen Plätze. Wenn du einen 4-Wheel-Drive hast, hast du hier in Australien wahrscheinlich gute Karten, dass du mal auf einen Campingplatz direkt am Strand fahren kannst. Das ist kein Problem. Aber die meisten Vans sind nicht 4-Wheel-Drive und die meisten Vans müssen auf einer guten Straße fahren. Und deswegen bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, außer auf Campingplätze zu gehen oder auf kostenlose Parkplätze. Die kostenlosen Parkplätze sind gegenteil romantisch und weit weg von der Vorstellung, die verkauft wird. Und die Campingplätze, da kann man mal Glück, mal Pech haben. Aber diese Vision, die man irgendwie gegeben kriegt, du kannst da übernachten, wo du willst und du bist so frei und alles, hat sich einfach total verändert. In Australien ist Wildcampen, wie gesagt, verboten und auch immer mehr in Europa wird es schwierig. Deswegen, die Realität sieht einfach aus, dass du auf ganz normalen Campingplätzen stehst. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von der 20-Sekunden-Regel gehört habt, aber in meinem Leben ist sie ziemlich zutreffend. Ich bin super faul, ich bin ein sehr, sehr fauler Mensch, was mich aber auch sehr, sehr produktiv und effektiv macht. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Arbeitsablauf habe, der für mich länger als 20 Sekunden dauert, dann versuche ich den irgendwie zu optimieren. Sei es irgendwie eine Einkaufsliste schreiben, dann suche ich mir vielleicht eine andere App oder ich weiß es auch nicht. Ich versuche Dinge in meinem Leben zu optimieren, dass es nicht so lange dauert, weil es mich einfach nervt, wenn es länger als 20 Sekunden dauert. Und in unserem letzten Van hatten wir fließend Wasser, also hatten wir ein Waschbecken, aber da war das Wasser nachfüllen sehr, sehr pain in the ass.
weil man immer unter der Spüle war ein Tank, den muss man immer auffüllen und da war quasi dann das Wasser, was dann da reingeflossen ist. Hier gibt es auch fließend Wasser, aber der Tank befindet sich unterm Auto und um das fließende Wasser anzuschließen, muss man hier einen Schlauch reinmachen, der sich übrigens da hinten irgendwo befindet und dann dieses Ding hier rausziehen. Dann muss man den Schlauch hier reinstecken. Dann den Schlauch hier in den Wasserbeutel stecken. Dann muss man den Gas, den Gas hier einstecken. Dann kann man den Gas hier direkt machen. Und dann muss man den Schlauch hier anschließen. Und dann kann man das Ding hier hochladen. Dann kann man ein Wasser hier einstecken. Hat man doch super einfach fließend Wasser, findet ihr nicht? Also wir finden das wirklich sehr, 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 sehr nervig und haben es deswegen hier noch gar nicht benutzt, weil wir einfach wissen, so nervig. Man muss es einfach jedes Mal auf- und abbauen, wenn man die Klappe hinten auf- und zu machen will. Das heißt, es ist da nicht clever gemacht. Uns ist bewusst, dass es viele Bands gibt, bei denen das irgendwie ein bisschen intelligenter gelöst ist, wo man einen größeren Tank hat, wo was auch immer ist. Aber es gibt einfach im Vanlife immer wieder so Kleinigkeiten, die super, super, super viel Aufwand benötigen. So mache ich mich fertig. An diesem kleinen Windy-Spiegel jeden Tag. Aber ich meine, es ist besser als keiner. Also am ersten Van hatten wir gar keinen Spiegel. Und auch ein großes Learning, wenn wir jemals einen eigenen Van haben sollten, dass man irgendwie eine gescheite Ecke hat für sich, so mit Spiegel. Gleich rufe ich meine beste Freundin an. Nämlich in einer halben Stunde ist Mitternacht in Deutschland und es hat Geburtstag. Der Van ist auch einfach immer dreckig. Egal wie sehr man es versucht, egal wie sehr man sich bemüht, er ist immer dreckig und man muss ihn jeden Tag sauber machen. Es ist jetzt nicht so schlimm, wir wollen uns auch gar nicht beklagen oder so, aber es ist einfach eine Sache, die wirklich nervt, ist, dass man jeden Tag aufräumen muss, sauber machen muss. Nichts hat seinen Platz, sonst war es nicht. Das ist der ganze Dreck von nicht mal 24 Stunden. Und wir haben gestern Abend sauber gemacht. Ich versuche eigentlich immer morgens und abends einmal sauber zu machen, aber es ist echt der Kampf gegen die Natur, den wir meistens verlieren. Wir fahren jetzt los, wir gehen jetzt erstmal frühstücken und auf geht's. Dadurch, dass wir immer auf Campingplätzen schlafen und die nicht ganz so schön sind, haben wir uns überlegt, dass wir uns das Van-Leben so schön wie möglich machen wollen. Deswegen kommen wir immer zu so Lookouts, wo wir dann frühstücken und irgendwie den Tag entspannt anfangen. Aber jetzt hier der Lookout scheint komplett voll zu sein. Das heißt, jeder Parkplatz hier ist voll, das hatten wir auch noch nicht. Da müssen wir mal schauen, ob wir jetzt hier was finden oder uns einen anderen Lookout suchen. Ja, ich glaube, wir fahren jetzt einmal zurück auf einen anderen Parkplatz, weil hier ist es echt so super busy, dass wir hier auf keinen Fall unsere Außenküche auspacken können. Damit sind wir immer so unglaublich lang. Deswegen wird weiter gesucht. Wer unsere Vlogs von der Westküste in Australien gesehen hat, sieht vielleicht auch, dass wir in dem einen Video gesagt haben, eine positive Sache am Vanlife ist, dass man den Ort oder die Gegend, in der man Vanlife macht, extrem gut kennenlernt, weil es einfach extrem viel Aufmerksamkeit und Planung erfordert. Also gerade, und da haben wir uns ganz spezifisch auf die Westküste von Australien fokussiert, braucht es einfach da super viel Planung, in welche Richtung fährst du, kann man da hinfahren mit einem Two-Wheel-Drive und so weiter und so fort. Diese Aussage muss ich aber allerdings revidieren, weil einfach wir hier jetzt das Gefühl haben, wir sehen gar nichts vom Ort durch das Vanlife hier in Australien. Die Campingplätze sind einfach meistens ein bisschen außerhalb vom Ort und jetzt gerade im Vergleich zu einer anderen Art von Reisen, zum Beispiel mit einem Bus, wirst du oft mitten im Citykern rausgeschmissen und musst deinen Weg ins Hostel, ins Hotel finden und bist halt direkt drin. Du kriegst direkt einen Vibe von der Stadt, von dem Ort, wo du bist. Und beim Vanlife sitzt du immer in deinem kleinen Schneckenhaus und musst halt auf den Campingplatz und oftmals verlässt du dann den Campingplatz auch gar nicht. Beziehungsweise willst du mit deinem Auto dann in die Stadt reinfahren, da einen Parkplatz suchen, dafür Unmengen bezahlen. Heißt, wir finden irgendwie, dass man mit dem Vanlife nicht so richtig ein Gefühl für den Ort eigentlich kriegt und man eigentlich viel weniger am Ende dann sieht von einem spezifischen Ort, als wenn man irgendwie abgesetzt wird. Allerdings kriegt man natürlich durch das Vanlife viel mehr vom umliegenden Umland mit, als wenn man jetzt irgendwie fliegt oder Zug fährt oder sonst was macht. Wir haben die letzten drei Nächte nämlich in Berliner übernachtet, auf einem Campingplatz, super schön, direkt am Ozean. Allerdings haben wir irgendwie gar nichts von Berliner selbst gesehen, außer den Supermarkt. Also ich muss sagen,
der Spot hier, auch wenn es nicht der Spot unserer Wahl war, aber wir sind vorher dran vorbeigefahren, haben den gesehen, dachten dann, jetzt checken wir den mal aus. Muss ich auch sagen, ist ziemlich cool, oder? Hier kann man doch gut frühstücken. Wir haben ja unser Essen immer dabei, das heißt, jetzt werde ich alles, was ich gerade abgebaut habe, beziehungsweise schon auch aufgebaut habe für den Kaffee, werden wir jetzt wieder aufbauen, damit wir frühstücken können. Was gibt's heute zu essen? Porridge und Mango und Blueberries. Ja, wir versuchen irgendwie hier in Australien auch ein bisschen auf unsere Ernährung zu achten, ne? Weil es zu viele Verführungen gibt. Deswegen versuchen wir immer relativ gesund zu frühstücken. Nur noch Haferflocken mit Wasser. Literally, wir essen nur Porridge. Und selbst die Früchte müssen uns ab und zu gönnen. Und ja. Aber es ist trotzdem geil. Es ist voll schön, wieder hier zu sein. Tschüssi, mach's gut, schlaf gut. Das Ding ist ja, wir kommen immer so von beiden Seiten. Das heißt, wir machen Instagram und YouTube. Instagram ja schon ein bisschen länger. Das heißt, wir können auch richtig gut verstehen, warum manchmal so eine etwas falsche Kommunikation entstehen kann. Das heißt, ihr habt jetzt gerade gesehen, wir sind aufgestanden von unserem Campingplatz, sind dann an den ersten Punkt gefahren, haben festgestellt, okay, da war jetzt nichts frei, sind jetzt an den zweiten Punkt gefahren, haben hier alles aufgebaut, haben Frühstück gemacht. Jetzt sitzen wir hier beim Frühstück und da kommt das erste Mal Instagram ins Spiel. Das heißt, Lara macht gerade eine kleine Story. Oh. Takeover. Ja, und so kommt es natürlich auf Instagram vielleicht rüber, dass wir hier einfach zufällig sitzen, zufällig frühstücken. Und halt das Frühstück von selbst gemacht hat. Und an diesem wundervollen Schatz stehen. Dennoch würden wir sagen, dass wir versuchen, relativ realistisch auch auf Instagram zu bleiben und immer zu sagen, hey, wir hatten jetzt mal nicht so eine gute Nacht, dies und das läuft falsch. Aber trotzdem, man kann natürlich auf Instagram gar nicht das alles teilen. Weil wenn ich jeden Schritt unseres Tages teilen würde, dann wäre unsere Story wahrscheinlich stundenlang. Aber trotzdem wird natürlich für den Zuschauer vermittelt, wow, haben die ein geiles Leben im Van. Das sind wirklich immer so die kleinen, schönen Momente, wo wir dann doch sagen, hey, Vanlife ist doch echt cool, dass wir jetzt an so einem Ort hier frühstücken können. Mit dem Meer direkt vor der Tür. Aber wir beide müssen jetzt sehr doll auf Klo. Hier ist irgendwie, meistens sind auf den Parkplätzen öffentliche Klos in Australien. Hier jetzt irgendwie nicht. Das heißt, wir haben hier jetzt kein Wasser zum Abwaschen. Unsere dreckiges Geschirr haben wir da kurz hingestellt. Wir bauen jetzt mal ab und dann werden wir jetzt zurück zu dem anderen Parkplatz fahren. Da waren nämlich öffentliche Klos. Das war dringend und das ist wirklich auch ein riesen Minuspunkt, wenn man nicht seine eigene Toilette dabei hat. Das ist echt, also in Australien ist es noch, glaube ich, wirklich entspannt, weil die öffentlichen Toiletten voll in Ordnung sind. Aber allein dieses nachts aufs Klo gehen ist einfach immer, ich muss immer Finn wecken, weil ich mich nicht traue, nachts allein auf Toilette zu gehen. Und wir trinken halt beide so extrem viel, dass wir halt nachts auf Toilette gehen müssen. Und über den Tag, wenn man unterwegs ist, dann ja, muss man halt sowieso immer nach öffentlichen Toiletten schauen, so oder so. Aber ja, das ist irgendwie was. Wir sind dann doch immer happy, wenn wir irgendwie doch eine feste Toilette unter uns haben. Und auch wenn man einen eigenen Van mit Toilette hat, dann muss man halt die ganze Zeit seinen Popo irgendwie transportieren. Das finden wir jetzt vielleicht auch nicht so geil. Für uns geht es jetzt aber heute weiter nach Byron Bay. Und alle, die mich zu Hause kennen und das sehen, wissen, dass Byron Bay, glaube ich, mein allerliebster Ort auf der ganzen weiten Welt ist. Und ich freue mich so extrem, ihn heute endlich mal Finn zeigen zu können. Ich war ja schon öfter in Australien, war auch jedes Mal in Byron Bay, jedes Mal länger als geplant. Und ja, ich liebe einfach diesen Ort. Deswegen, ich freue mich, dass wir die nächsten Tage dort verbringen können und bin gespannt, wie es Finn gefällt. Yeah, we made it. Der Campingplatz von außen sieht schon mal richtig cool aus. Wir werden jetzt erstmal hier einchecken. Mal schauen, wie unsere Campsite hier genau ist und dann den Ort mal ein bisschen genauer erkunden. Let's find our spot. Sieht ein bisschen aus wie hier links, oder? Ja, links. Welcome to Byron Bay! Yes, we made it. Ich bin immer so froh, dass wir keine Zelte aufbauen müssen. Bin immer happy, dass wir das wenigstens nicht machen müssen, sondern dass wir alles parat haben, alles ready. Und unser kleines festes Haus. Unser kleines festes Häuschen dabei. Wir sind jetzt in Byron Bay hier im Citykern und hier sind überall so an der Straße kleine Häuschen und kleine Läden. Es ist super schön zum Schlendern, es gibt schöne Cafés. Und ja, wir schlendern jetzt hier auch so ein bisschen lange. Das ist für mich total krass zu sehen, was sich hier alles getan hat. Also auf jeden Fall
haben die letzten Jahre auch hier ihre Spuren hinterlassen, aber trotzdem bin ich jetzt eigentlich am aufgeregtesten, einfach mal zum Strand zu gehen. Wir sind zurück an unserem Campingplatz und ich muss sagen, ich kann den Hype um Byron Bay jetzt ein bisschen besser verstehen. Es ist richtig cool, es ist ein richtig cooler Ort. Schon ein bisschen touristisch, aber es gefällt mir eigentlich immer persönlich sehr gut. Wir wohnen ja auch viel in Canggu, das ist auch sehr touristisch, aber man hat dann auch immer ein cooles Angebot. Was uns hier auf jeden Fall auffällt, ich glaube, das ist auch das Besondere an Byron Bay, dass hier auf dem Campingplatz viel, viel jüngere Leute sind. Beziehungsweise das allererste Mal Leute auch in unserem Alter. Wir dachten immer von Instagram, da sieht man immer, dass alle Leute sich mit den Campern zusammenstellen und dann hat man irgendwie so ein kleines Beieinander und alle haben ihren Camper und dann macht man abends Lagerfeuer und so. Aber sowas haben wir echt noch gar nicht gesehen. Heißt, wir sehen entweder alte Leute oder wir sehen junge, ganz junge Familien und da fühlen wir uns dann irgendwie zu beiden Gruppen nicht so richtig zugezogen. Das heißt, mal schauen, ob wir hier jetzt mal Leute kennenlernen werden. Bisher war das immer sehr, sehr, sehr schwierig und wir dachten, wir haben uns das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Also, einsam. Ja, es ist schon, also im Hostel ist es viel, viel einfacher, da Leute kennenzulernen. Ein Problem, was natürlich wir beide auch haben, ist einfach in diesem spezifischen Van, dass wir uns einfach nicht ausstrecken können, und zwar in keine Richtung. Also eine Sache ist natürlich nach oben und es geht in vielen Vans nicht, das wissen wir. Aber es ist einfach wirklich, wir stoßen uns so viel, den Kopf, den Arm, den Rücken. Wir können uns nicht richtig ausstrecken, wir können uns nicht drin umziehen. Es ist einfach, es macht das Leben im Van ein bisschen schwieriger. Das Gute ist, wenn wir sitzen, dass wir wenigstens sitzen können. Aber trotzdem haben wir jetzt schon irgendwie so eine ganz gekrümmte Haltung und immer wenn wir rauskommen, dann strecken wir uns erstmal, machen uns groß und versuchen wir den Rücken durchzustrecken. Also es ist einfach für uns beide ein ganz großer Punkt, weil wir beide sowieso schon ein bisschen Rückenprobleme haben. Das ist einfach im Van. Ich glaube, selbst wenn wir stehen könnten, wären wir so vorsichtig mit nach rechts und links ausstrecken, dass wir wahrscheinlich trotzdem irgendwie nichts Gutes für unseren Rücken machen würden. Und deswegen ist es für uns schon auch ein riesen Minuspunkt. Plus, dass irgendwie in diesem Van alles kaputt geht. Also gar nicht, weil wir irgendwas kaputt machen, aber es ist einfach, ich habe das Gefühl, gerade wenn man selber ausbaut, und dieser Van hier ist selber ausgebaut, keiner von uns alles ist ein kaputt. Profi. Es und geht alles kaputt. Alles ist nicht so richtig dafür gemacht. Das heißt, man benutzt meistens ja immer irgendwelche Dinge, die eigentlich für was anderes gebaut sind. Für ein Haus, was steht. Für ein Haus, genau. Und nicht müsst, was, was sich die ganze Zeit durch die Gegend bewegt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Mini-Haus, was die ganze Zeit durch ein Erdbeben geht, weil man fährt halt und man fährt auch auf unebenen Straßen. Deswegen ist es auch ein großer Minuspunkt. Des Weiteren ist es einfach in einem Van so, dass man sich nicht so richtig zurückziehen kann. Es ist einfach immer noch, egal wie gemütlich dieser Van ist, sind es immer noch irgendwie so halbdichte Vorhänge. Und gestern zum Beispiel hatten wir ganz viele Familien um uns rum. Und sobald es halt dunkel ist, man das Licht drin anmacht, ist man so ein bisschen auf dem Servierteller. Und wenn man irgendwie mal irgendwie seine Privatsphäre will, ist es einfach in einem Van sehr schwierig, außer man hat so super abgedunkelte Fenster. Ja, man darf einfach nicht vergessen, dass es ein Auto ist, in dem man dann wohnt. Das heißt, jetzt, wo die Sonne scheint, wenn die Sonne in die Fenster reinscheint, wenn man nicht gerade dreifach verglaste Fensterscheiben hat, dann wird es wahnsinnig heiß im Van. Wenn es ist einfach, kalt ist, wird es kalt im Van. Genau. Heißt, wir hatten es eigentlich nie eine angenehme Temperatur. Es war immer entweder zu kalt oder zu warm. Also das muss man auf jeden Fall beachten und ja, on top, und das ist, glaube ich, unser persönlicher größter Negativpunkt, ist einfach, mit einem Van kommt eine gewisse Verantwortung und die Verantwortung heißt, du bist mehr oder weniger an ein Land, Kontinent, Gebiet gefesselt. Du kannst nicht einfach morgen ins Flugzeug steigen und wenn du das möchtest, dann musst du dich darum kümmern, wo steht der Van, wer kümmert sich um den Van und so weiter. Und wir lieben einfach internationales Reisen so sehr, dass wir für uns entschieden haben, dass Vanlife auf Dauer einfach nicht das Richtige ist. Was wir jetzt einfach mit diesem Video so ein bisschen sagen wollen, ist, wenn du vielleicht planst, auch einen Van auszubauen, ins Vanlife zu gehen, dann probier es vielleicht vorher einfach mal aus. Und probier, ist es was für dich? Ist es wirklich das Leben, was du dir vorstellst? Weil wir waren beide am Anfang so gehypt, wir haben uns ohne Scheiß schon überlegt, welchen Grundriss wir von unserem Van haben wollen. Wir haben uns Modelle rausgesucht, wir haben geschaut, wie teuer wird das ungefähr, uns informiert, YouTube-Videos angeschaut und dachten so, geil, das ist es jetzt. Wir machen jetzt Vanlife. Eben Reisen und ein Zuhause haben so ein bisschen kombiniert, was uns total attraktiv erscheint.
Ist es auch, aber einfach auf lange Sicht mitarbeiten und dauerhaft im Van wohnen, haben wir für uns entschieden, dass es nicht das Richtige ist. Das heißt aber nicht, dass generell Vanlife für jeden nicht das Richtige ist. Einfach ein super subjektives Video und das wollen wir hier nochmal betonen. Wenn jemand fulltime im Van lebt und ihm das gefällt, dann freuen wir uns für die Person. Aber am Ende ist jeder anders und uns war es wichtig, auch mal die anderen Seiten zu beleuchten, die vielleicht nicht jeder beleuchtet. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Schaut mal bei Instagram vorbei und werdet Teil unserer Reise. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.